mein Weg in Richtung des Schutzes, der notwendig ist, dass wir mit solchen rekombinanten Varianten im Herbst nicht wirklich kämpfen müssen, ist die Impfpflicht. Ich warne davor, Omikron zu unterschätzen. Also selbst wenn Omikron im Vergleich zur Delta-Variante nur halb so viele Hospitalisierungen bringen würde und beispielsweise ein Viertel so viele Intensivpatienten, das sind Studienergebnisse aus Kalifornien von der Berkeley University, die also in diese Richtung hinweisen, dann würde das trotzdem für Deutschland bedeuten, dass wir bei dem Verlauf der Welle nochmal eine massive Belastung der Intensivkapazitäten und auch der Krankenhäuser allgemein, aber auch der kritischen Infrastruktur erwarten müssen. Das kann niemand unterschätzen, das will niemand unterschätzen und darüber haben wir uns heute auch ausgetauscht und ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit nochmal für den Austausch. Die Pandemie zu bewältigen, Corona im Griff zu haben und vor allem Menschenleben zu schützen, das bleibt das A und O. Das schafft aber ein Bundesgesundheitsminister nicht alleine. Das liegt vor allem daran, ob wir durchhalten, ob alle Bürgerinnen und Bürger sich weiter an die Regeln halten und vom Impfangebot Gebrauch machen. Das ist jetzt wichtig, nach 2 Jahren Pandemie eben nicht aufzugeben, sondern durchzuhalten und dann gemeinsam aus dieser Pandemie zu kommen.